So, wir haben beschworen Rox the Solar Guardian aus einem Carved Horn. Meine erste Attack mit Vollmond, wo ich euch die 10 Runden Kampf zeigen wollte, ging völlig in die Hose. Deswegen versuchen wir es jetzt mal mit einem Backrow-Overdeck. Mona ist in der Front Row, der sollte aber nicht viel ändern. Wir werden den auf jeden Fall nicht töten. Aber wir gucken mal, was eine Power Attack da macht. Weil Vollme ist leider in Runde 2 gestorben. Der Kampf war in Runde 2 vorbei. So, wir haben Defender und Fortitude auf den vorderen beiden Adds, Sneak, Immune Debuff auf den hinteren beiden Adds und auf dem Main Boss Immune Debuff und Fortitude. Fortitude der blaue Ball, Defender der Schild und Sneak dieser schwarze Kopf. So, dann gucken wir mal, was der Opa jetzt macht. Ihr in Runde 1 gesehen habt, die Defender-Ads haben den Vierfach-Hit und die setzen auch Opa massiv zu. Hat man sehr schön gesehen. Der war direkt runter auf 40, obwohl er Wähler 35 ist. Jetzt sieht man den Proc vom Main-Boss. Das ist ein klassischer Hydra-Hit. Also er ignoriert Defender, er ignoriert Sneak. Ja, und der Ofer ist tot. Charmant.